Die Gemeinde Texingtal hat ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Dazu wurde ein dreitägiges Fest veranstaltet, wie uns der Texingtaler Bürgermeister Diplom-Ingenieur Günther Pfeiffer erzählt. Ja, wir haben am 24. Juni damit begonnen, in Blankenstein eine Sonnenwende abzuhalten. Und zwar ein Verein, die Doxbergler, haben dort ihre alljährliche Sonnenwende abgehalten mit ungefähr 400 Personen. Und das war eigentlich der Auftakt der Veranstaltung. Ja. Weitergegangen ist es dann am Samstag, da war so quasi der Tag der Vereine, wo in den einzelnen damaligen Gemeinden, in den Pfarren halt, Veranstaltungen waren, beziehungsweise halt, wo halt Ansichten aus alten Tagen dort gezeigt worden sind. Ja, und der heutige Festakt ist jetzt auch gut über die Bühne gegangen und jetzt gehen wir essen. Es war ein Festakt, der sich programmtechnisch sehen lassen konnte. Begonnen mit einer heiligen Messe, über verschiedene musikalische Einlagen bis hin zu einem eigens geschriebenen Theaterstück über die damalige Zusammenlegung. Gespielt von der Texingtaler Theaterstuben. Für den ehemaligen Texingtaler Bürgermeister Gerhard Karner, der mittlerweile unser Innenminister ist, wurde ein eigener Gerhard-Karner-Marsch uraufgeführt. Und auch Zeitzeugen haben auf der Bühne gesprochen. Zeitzeugen von der Zusammenlegung von St. Gotthard, Plankenstein und Texing zum gemeinsamen Texingtal. Herbert Putzenlechner, ehemaliger Texingtaler Bürgermeister, kann sich noch gut daran erinnern. Das ist eigentlich eine schwierige Zeit gewesen. Es ist der Erlass von der Landesregierung. Einige Jahre vorher ist schon in Diskussion gewesen. Und dann schlussendlich war es eine Zwangszusammenlegung. In späterer Sicht eine positive Sache gewesen, aber diese Generation war sehr betroffen damit. Ja. Solche Zwangszusammenlegungen wie hier im Texingtal waren zur damaligen Zeit keine Seltenheit in Niederösterreich, erzählt uns der Landtagsabgeordnete Georg Strasser. Das war Anfang der 70er Jahre, da war im Land Niederösterreich eine ganz große Aufbruchsstimmung. Man hat in Wahrheit die Zwischenkriegszeit hinter sich gelassen und ist in die Neuzeit gegangen. Und um die Effizienz und die Professionalität der Gemeinden zu steigern, war es einfach notwendig, gewisse Strukturen zusammenzulegen, zu bereinigen. Und es hat damit eine neue Zeit begonnen. Wie glauben Sie, hat das Texingtal diese Zusammenlegung gemeistert, rückwirkend gesehen? Das hat man ganz schön in diesem Festakt gesehen. Es hat natürlich gewisse Überzeugungsarbeit gebraucht. Es ist auch die eine oder andere Wunde aufgegangen. Aber dieser Festakt hat gezeigt, dass in Wahrheit das Texingtal mit den drei Ortsteilen sehr gut zusammengewachsen ist und somit ist Texingtal, was die Gemeindezusammenlegungen betrifft, ein Vorzeigeprojekt, weil es gibt auch Gemeinden, wo es dort und dort zwickt. Das ist in Texingtal absolut nicht der Fall. Und das bestätigt auch der erste Texingtaler Bürger, Markus Bichler. Er wurde genau zur Gemeindezusammenlegung 1972 geboren. Und lebt seither gerne hier. Ja, weil es einfach bei uns schön ist. Wir haben super Vereine, es wird super zusammengearbeitet und die Gegend ist schön. Und ich habe das Elternhaus übernommen. Jetzt bin ich da. Auch der Bürgermeister Diplom-Ingenieur Pfeiffer ist stolz auf seine Texingtaler Bürger und Bürgerinnen und das gute Zusammenleben. Es geht nur miteinander. Und wir haben in den letzten 50 Jahren schon gelernt, miteinander zu arbeiten, miteinander zu gestalten und miteinander auch zu feiern. Ja. Und ich glaube, das ist heute eigentlich sehr schön zum Ausdruck gekommen. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde noch eine Zeitkapsel vergraben. 25 Vereine des Texingtals haben dafür eine A4-Seite gestaltet, um die heutige Zeit etwas zu beschreiben. Ausgegraben soll diese dann in weiteren 50 Jahren werden.